Das Zentrum ist für uns auch Open Access, wie Antje das erwähnt hat, für das Museum für Kunst und Gewerbe. Aber auch eine zentrale These, dass wir den digitalen Besucher oder Nutzer einen gleichen Stellenwert einräumen wollen wie dem Besucher vor Ort. Das war diskussionsintensiv, bis wir zu dieser Überzeugung gelangt sind. Wir sind jetzt aktuell so weit, dass wir priorisieren müssen, die Handlungsfelder, die wir abgesteckt haben, und auch budgetieren müssen. Ganz kurz, ihr hattet vorhin schon erwähnt, immer Erfolgskriterien, ne? Also wir entwickeln Strategien, wo wir hinwollen, aber wie können wir diese Sachen abrechenbar machen? Wie können wir Meilensteine definieren? Ich glaube, das ist auch noch ein Feld, wo viele Häuser intensiv ringen, diese Erfolgskriterien für sich zu definieren. Könnt ihr schon aus euren Häusern berichten, welche Methoden oder welche Ziele ihr euch gesetzt habt, welche Kriterien ihr gesetzt habt? Soll ich vielleicht dazu wieder anfangen? Wir haben die ja jetzt eben schon, würde ich mal sagen, von den vier Häusern am längsten manifestiert, diese Strategie. Und das fand ich nochmal ganz interessant, dass ihr da 2 Jahre dran gearbeitet habt. Wir haben vielleicht tatsächlich 2 Wochen dran gearbeitet. Und weil es eben so ein lebendiges Dokument ist, was auch immer wieder angepasst werden muss, würde ich auch empfehlen, vielleicht dazwischen einen Zeitraum zu finden, um dann eben auch reagieren zu können auf Dinge, die nicht funktionieren. Und da sind wir jetzt mittlerweile dran, dass wir auch genau sehen können, was funktioniert nicht. Und dieser Aspekt eben der Messbarkeit, was ist ein erfolgreiches digitales Projekt, wenn man jetzt in die Einzelmaßnahmen reingeht, da sind wir ja noch gar nicht so weit, dass wir das überhaupt wirklich vergleichbar und auch vor allen Dingen in relevanten Messbarkeiten ausdrücken können. Denn nur weil wir etwas messen können, heißt das nicht, dass das für uns relevant ist. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte ja den digitalen Besucher und den analogen gleichstellen, das ist auch noch ein zentraler Punkt in unserer Strategie. Wie mache ich das dann? Sind das dann nur Klicks auf einer Seite oder Besuche und oder Facebook-Likes? Ist das wirklich das, was für mich relevant ist? Wenn ich jetzt aber sage, unsere Vision ist eben möglichst diese Open Access Strategie in allen Teilen umzusetzen, dann ist für mich überhaupt nicht relevant, ob Dinge auf meiner eigenen Plattform passieren, sondern für mich ist wichtig, dass ich die Nutzer und Besucher mit den kreativen Ideen aus den Zeiten, aus denen wir das gesammelt haben, in Verbindung bringe. Und ob das auf meiner eigenen Seite passiert oder auf meinem Social Media Kanal oder irgendwo anders, ist völlig irrelevant. Ja, das Wichtigste ist eben, diese Verbindung herzustellen zu den Inhalten. Und deswegen ist eben diese Messbarkeit, also wenn ich das dann vergleiche, was auf unseren Seiten passiert, was zum Beispiel, wenn wir jetzt Zahlen nennen wollen, bei 10.000, über 10.000 frei downloadbaren Objekten zum Beispiel dann etwas ist, was User Engagement ganz stark ist, weil das über 75.000 Mal dann schon downgeloadet wurde. Ich das dann aber vergleiche damit, dass wir mit ungefähr 30 Bildern in der Wikipedia, die eingebunden sind in 104 Artikel, dann über 1 Million Ansichten haben, dann ist es wieder so, ja, was ist denn da die Vergleichbarkeit? Da müsste man eigentlich allen empfehlen, gebt das raus, macht es so frei wie möglich verfügbar und dann potenziert sich diese Relevanz. Und insofern fände ich auch wichtig, dies gegenüber der Politik darstellbar zu machen, dass es darum geht, Ziele zu entwickeln, die einen langfristigen Impact haben, wo man jetzt noch nicht generell das vielleicht beeinflussen kann, was das sein wird, aber den Outcome dann auf jeden Fall vor das Output zu stellen und das auch ganz klar zu verankern, dass man sagt, okay, uns ist jetzt wichtig, dass das nachgenutzt wird, Nachnutzung zu messen. Wir haben von Michael auch schon die Beispiele gesehen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ist es wertvoller vielleicht, wenn ich dann einen bestimmten Bereich verändern kann, als wenn das jetzt 1 Million Leute mal gesehen haben? Also dieses Spannungsfeld auch zwischen Outreach und wirklichem Engagement, das ist noch vollkommen meiner Meinung nach in der Verhandlung und das können wir überhaupt noch nicht definieren.